Ja, Leute, guten Tag, herzlich willkommen zu einem neuen Video mal wieder von draußen. Ich habe jetzt auch schon ein paar Monate kein Video mehr von draußen mit der Kamera aufgenommen. Ich weiß gar nicht, wann das, also wie lange das schon her ist auf jeden Fall. Bestaunlich hier gerade einen wunderschönen Sonnenuntergang. Wir haben es gerade kurz vorm 6, also 17:49. Sonne geht ja schon früh unter jetzt. Ja, ich habe mich heute nochmal hier hingechillt draußen schön. Heute ist nämlich nochmal richtig geiles Wetter, wie man auch sieht. Also ja gut, ich will jetzt nicht zu viel zeigen, sonst liege ich hier noch ein bisschen was, ne? Ja, richtig geiles Wetter. Ich würde einfach mal ein Quatschvideo machen, wo ich irgendwelchen Kack laber. Heute nachher nehme ich noch den letzten GTA Liberty City Stories Part auf. Bin ich echt gespannt, wie ich mich da schlage in diesem Spiel, wo ich beim letzten Mal auf jeden Fall ein bisschen ausgerastet bin. Naja, guckt euch das auf jeden Fall an, den vorletzten Part. Ihr seht, meine Haare sind noch kürzer als vor ein paar Tagen. Liegt daran, dass da nochmal nachgebessert wurde, weil die ja schon hier hinter den Ohren teilweise wieder richtig lang waren. Weil meine Haare innerhalb von mehreren Wochen, von zwei Wochen einfach schon wieder richtig schnell wachsen. Ist leider so. Deswegen, keine Ahnung, also bei mir würde es auch nicht lange dauern, wenn ich Haare bis zum Arsch haben wollen würde von ne, sonst wo, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ja, es ist gerade wirklich einfach geiles Wetter. Es sind heute nochmal 20 Grad, das ist schon heftig, weil wir ja schon Herbst haben und das Wetter eigentlich jetzt auch nicht mehr so geil ist. Heute allerdings schon nochmal. Gestern war es auch relativ warm und morgen sollen es auch nochmal 17 Grad oder so werden. Also die Woche wird es allgemein im zweistelligen Bereich. 18, 19 Grad so sein, es werden die nächsten Tage noch, freut mich eigentlich echt. Weil dieses Regenwetter, ich meine klar, Regen braucht natürlich hier die Erde, die Natur und der ganze Ranz hier. Aber die Sonne ist auch geil, um einfach mal hier die geile Natur zu genießen. Ja, mal hier das schöne Umfeld, ich will jetzt hier nicht zu viel filmen. Da seht ihr die Sonne, aber ne, ihr wisst, heutzutage wird mal schnell mal geleakt. Ja. Stelle ich das mal hinter das Ding. Ich habe jetzt meine Kamera wirklich mit diesem Stand einfach auf den Tisch gestellt. Das ist so Freestyle, ja Mann. Nee, Leute, genießt einfach nochmal wirklich so die letzten schönen Tage, die wir jetzt haben. Es wird nämlich dann natürlich schnell kalt und unschönes Wetter, wo man eh nur heim rumpimmeln kann. Deswegen geht raus, jetzt wo noch Wetter ist, wo es angenehm ist draußen. Klar, gibt Leute, die sagen, ja, kommt nicht drauf an, wie das Wetter ist, kommt drauf an, wie man gekleidet ist. Im Prinzip ist es richtig, aber trotzdem habe ich keinen Bock rauszugehen. Wenn es mies pisst, dann bockt das einfach nicht. Und jetzt trinke ich meine neue Seltzer. Keine Ahnung, was die sich mit dem Deckel gedacht haben. Ja. Verarsche hoch 10. Alter, wäre ich gerade getrunken wie der größte Affe. Was auch der Witz ist, das eine Mal ist hier oben dieses Plastikteil einmal kaputt gegangen, ist schon das Wasser in meinem Ranzen ausgelaufen. Ja, Bücher haben einen kleinen Schaden davon getragen. Mal sehen, ob ich die scheiß Bücher bezahlen muss, die drei Bücher. Deutsch, Mathe und Englisch. Na gut, bei Mathe und Englisch sieht man kaum was, aber bei Deutsch ist es schon ein bisschen, ist es schon ein bisschen ranziger. Ich habe gerade außerdem ein Video pausiert. Huch. Naja, auf jeden Fall, ja. Ist es nochmal echt ein geiles Wetter, Leute, aber Schule fuckt mich derzeit richtig ab. Ihr wisst, ich bin 10. Klasse. 10. Klasse ist ja stressig, anstrengend. Heute haben wir zwei Tests geschrieben, waren beide echt beschissen, Physik und Sozialkunde. Ja, Physik reden wir einfach nicht drüber, das ist sowieso unnötiges Scheißfach. Ey, Schule ist total echt eine Katastrophe, ich werde hier übelst gewendet. Naja, dann schreibe ich morgen Biotest über Pflanzenzelle und so ein Scheiß, was man eigentlich in der 6.7. hatte. Keine Ahnung, warum wir das jetzt nochmal thematisieren. Ist unglaublich langweiliges Thema. Ist auch nicht mehr zeitgemäß jetzt, finde ich. Langweilig, wieso? Ja, Fachbegriffe müssen wir da lernen ohne Ende. Also wie viel wir da lernen, das ist schon wieder Alter. Denke ich mir, Junge, schreib doch gleich eine Klassenarbeit. Kommen wir Kraniche angeflogen. Naja. An Freitag das Highlight der Woche, eine dreistündige Deutschklassenarbeit, ey. Heilige Scheiße, das kann ja nur ranzig werden. Na gut, Deutsch haben wir bis jetzt noch nicht mal eine Note, da schreiben wir jetzt schon die Klassenarbeit. Ich dachte, man sieht jetzt mal ein paar Kraniche und hätte die mal filmen können, aber nein. Übrigens,
mich so gerade hier hingechillt. Ne? Ich wollte jetzt wieder nicht. Egal. In paranoides Stück Scheiße, Kappa. Nee, ey. Echt so ein geiles Wetter hier, muss ich mal wirklich sagen. Auf jeden Fall, Leute. In 2 Wochen habe ich meine Abschlussklassenfahrt nach Hamburg. In den hohen Norden. Wird echt mega geil, denke ich mal. Heute haben wir eingeteilt, wer mit wem im Zimmer ist. Ja. Richtig Bock auf die Klassenfahrt, muss ich ganz ehrlich schon sagen. Und danach geht's noch ab nach Kühlungsborn. Liegt bei Rostock, sollten die meisten kennen. Also, und danach fahre ich noch mal in Urlaub halt. Also, das ist ja Klassenfahrt und danach Urlaub. Wird auf jeden Fall richtig fett. Treffe ich auch wieder den guten Steven. Wenn du das Video siehst, Grüße gehen raus an dich, Digga. Das wird wieder ein richtig heftiger Tag. Ja, es ist echt, Junge, übelst angenehm. Man kann hier wirklich mit T-Shirt rumstehen. Na gut, ich habe lange Hose an, aber ja, ist trotzdem angenehm. Wind ist auch echt angenehm, finde ich. Geiles Wetter nochmal, Leute. Schule wirklich stresst mich zurzeit echt weniger. Also, wo wir den Sozialkunde-Test geschrieben haben, also da wirklich, hätte ich einfach nur ausrasten können, was da für Scheiße dran kam. Thematiken, die keine Sau interessieren. Das ist ja leider in der Schule an der Tagesordnung, dass man viel Scheiße lernt, die man nie im Leben brauchen wird, wie Mathe. Irgendwelche quadratischen Funktionen. Junge, ich werde kein Mathematiker, Alter. Raff das doch endlich mal, wirklich. Im Prinzip, ja, man wird in der Schule dafür ausgebildet, dass man Allgemeinwissen in jeder Richtung ein bisschen hat, aber in Mathe muss ich doch nicht irgendwelche Parabeln und irgendwelchen Scheiß machen können. Das brauche ich in keinem Beruf, außer wie gesagt Mathematiker. Aber werde ich ganz bestimmt nicht. Ah, warte, vielleicht sieht man jetzt mal. Keine Ahnung. Das ist ein bisschen random, aber. Ja, scheiß drauf. Ja, das ist die chillige Stelle, wo ich immer rumchille hier. Ach, ja. Leute, dann würde ich mich mal mega freuen, wenn ihr mal meinen Kanal abonniert. Wir sind kurz vor den 500 Abonnenten. Ey, das wäre echt richtig krass. Dann gibt es nämlich auch ein schönes Special-Video. Heute mal mit Rammstein-T-Shirt unterwegs. Ja. Ey, es ist so ein chilliger Tag heute hier. Ey, genießt einfach draußen mal. Und Leute, dann würde ich sagen, checkt gerne meinen Discord-Server in der Videobeschreibung ab. Der wird natürlich auch nochmal ein bisschen überarbeitet, damit er sinnvoller ist. Ja. Allerdings könnt ihr ihn gerne jetzt schon abchecken. Link ist in der Videobeschreibung. Dann würde ich mich auch über eine Bewertung mega freuen, Leute. Heute gab es mal einen kleinen Retalk. Gleich setze ich mich an die letzte GTA Liberty City Stories Folge. Mal sehen, ob ich einen Nervenzusammenbruch kriege oder habe, erleiden werde, weiß ich nicht. Ihr seht, ich habe mega die Augenringe. Schule, haut rein. Ist halt das Leben, ja. Na gut, Freunde, dann würde ich sagen, haut rein und wünsche euch einen wunderschönen Tag und ciao.